Willkommen meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Star Wars Episode 3, die Rache der Sith. Ja, wir machen direkt dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und natürlich danke nochmal für das ganze positive Kommentar, beziehungsweise auch die positive Bewertungen aus der letzten Folge. Ja, ihr seht, ich stecke mittendrin im letzten Level, weil in der letzten Folge war die Folge für mich ein bisschen zu lang, deswegen habe ich einfach mittendrin aufgehört. Und falls ihr fragt, wir befinden uns gerade mit Anakin in Mustafar, weil wir wollen die restlichen Separatistenanführer vernichten und sind gerade dabei. Ja, Plo Koon ist schon mal Matsch wie Bier, ne? Und dann natürlich kommen erstmal hier diese Wachen. So, wir sind eigentlich auch fast beinahe im Levelende, aber beinahe erstmal. So, ey, komm, Großer. Komm, verzieh dich, ich muss mich erstmal hier heilen. Anscheinend kommen jetzt irgendwie nur noch diese großen, ja, wie soll ich sagen, nicht Männers, aber ich sag mal einfach große Soldaten oder Kämpfer. Ja, wie ich euch hier hasse, ne? Dass sie aber auch einfach so mich wegklatschen, das gibt's doch gar nicht. Ah, da ist ja noch einer. So, ich habe jetzt meine Superkraft. Ah, so, und tot. That felt good. He's locked it. We're trapped. So, da seid ihr ja. So, ah. So, nicht abhauen und der nächste tot. Ey, hallo, hallo, hallo. Okay. Was? Stop. I'm asking you for mercy. Mercy? Yes. You won't kill me. It's not allowed for a Jedi Knight. There's much you fail to understand. You can't escape me. Okay, Gunray will es unbedingt wissen. So, oh Gott. No challenge at all. Wir müssen jetzt dieses verfluchte Schiff bekämpfen. So wie in dem letzten Level mit Obi-Wan. Das ist ein Kanonenboot. So, machen wir überhaupt Schaden? Ich habe ihn jetzt gerade nicht getroffen. Don't let him hit the thrusters. I won't be stopped. Okay, ich muss hier wirklich aufpassen, weil sein Feuer macht hier schon enorm Schaden. Oh Gott sei Dank kommen jetzt auch nicht so viele Wachen. He's trying to disable the ship. So, wow, 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 wow. Okay, okay. Wir haben jetzt Zeit, nicht so hektisch. Ist ja noch erstmal der Anfang hier. Wow. Also natürlich der Anfang der Folge. Und ich meine, wir machen ja schon Dauerschaden. Okay, das war knapp. Aber ich bin froh, dass du nicht so... Hey! Ich wollte sagen, ich bin froh, dass nicht so viele Wachen hier auftauchen. Ah, komm, komm, komm. Ah, noch ein Schlag und dann haben wir ihn. Und wer, der killt mich. Ey! Na? Soll es jetzt so sein? So wie bei Miss Windu? Ich glaube, ich werde verrückt. Jawoll. Das war's wohl mit Newt Gunray. The Separatists have been taking care of my master.
It is finished then. You have restored peace and justice to the galaxy, Lord Vader. Thank you, my master. So, Level beendet, Gott sei Dank, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war schon wirklich ein saulanges Level. Okay, so Machtblitze kommen, volle Power. Genau. Ja, wir leveln uns schon ziemlich. So, und alle speichern bitte. Wunderbar. Und jetzt sind wir in Level 15 angelangt und... Oh, holy moly, meine lieben Freunde. Wir sind fast beinahe am Ziel. Was sagt man dazu? Tja, okay. Level 15, Aftermath in the Temple. Ja, und das heißt wiederum, wir sind wieder mit Obi-Wan unterwegs. Diesmal aber in Coruscant im Jedi-Tempel. Und werden wahrscheinlich wieder gegen Klontruppen kämpfen. Und ja, ich würde vorschlagen, wir werden in dieser Folge jetzt nur dieses eine Level machen. Also sagen wir so ein kleines Gerecht für die letzte Folge, weil die letzte Folge war dann halt etwas länger als die anderen. Und dieses Video wird dann ein bisschen kürzer sein wie die anderen. So, dass wir ein Ausgleich sind, versteht ihr? Und es würde auch viel Sinn ergeben, weil das nächste Level ist schon das nächste Lichtschwertduell mit Anakin, also halt das Finale. Okay Leute, ich würde sagen, nicht mehr Gerede, sondern los ins... Naja, ich wollte versuchen, irgendein Wort was zum Reinbringen, aber los ins Gemetze oder Gekämpfe, je nachdem. How many other Jedi have managed to survive? Heard from no one, have we? I saw thousands of troops attack the Jedi Temple. Received a coded retreat message we have. It requests all Jedi to return to the temple. It says the war is over. Well, then we must go back. Suggest dismantling the coded signal, do you? I can only hope we're not too late. I don't wish to be the last of the Jedi. To the very summit of the temple we must go. There shall we find the beacon and end this deception. Master, I fear for Anakin. Clouded is his fate. Concerned for him, I am. Quickly, young Obi-Wan. So, da sind wir wieder zurück im Jedi-Tempel, nur diesmal mit Obi-Wan und Meister Yoda ist auch dabei. Sehr geil. So, komm, ihr kleinen Verräter. Naja gut, die können ja nichts, die haben ja so ein Chip in ihren Köpfen, das ihnen zulässt, diese Befehle zu führen, dass sie nur die Befehle führen. Was für Jedi-Verräter, ihr seid hier halt die Verräter. Snipers on the upper levels. We're going to have company. War hier nicht ein Bacta-Tank? Oder hat Meister Yoda es einfach geklaut? Ah, hier ist aber wenigstens ein Bacta-Tank. Keine Ahnung, vielleicht habe ich das falsch gesehen. Ey, oh, das war fies. Ah, die kleinen Truppen müssen hier weg. I've spotted the Jedi. I'll make you eat that blaster. Hold your positions. Kill the Jedi. At peace. Maybe. Plant those charges. Let
So, weiter geht's, aber meine Fresse, Leute, schaut euch das an, wie der Tempel jetzt aussieht. Total nur Ruin hier. Alles zerstört. So, hier war irgendwas versteckt, weil ich habe wieder gehört, Obi hat hier irgendwas gespürt. Aber ich glaube, das war irgendwo hier. Ja, wo ist das denn? You're bigger than me. Try harder. Fire. Stop, Jedi. Ah, hier war es. Ja gut, war nur mehr Machtenergie. Watch yourself, Master Yoda. Flame on. Hold your positions. I don't think so. Is that all you've got? You're no better than a droid. Wo ist denn eigentlich Meister Yoda? Ey, da ist er ja. Aber der steht nun da. Hängt der fest? Meister Yoda, alles in Ordnung? We seem to have attracted some unwanted attention. Divide that attention, we can. Shall we split up? And may the Force soon bring us together again. He's over here! Take him down! Nice. Oh Gott, ey, hey, hey. Diese Raketentroopers. Die sind hier die schlimmsten. Die machen mehr Damage. Get him. It's no use. You're beaten. Ah, ich sollte mal lieber den Bug da holen. I'll take that. Ah, jetzt kommen wieder diese Fliegen-Troopers. No match for skill. Und auf Wiedersehen. Ja, hat er seine Beine verloren. Come down here and fight. Also man sieht schon, das Spiel ist schon brutal. Ja, hier konnte man auch Sachen abtrennen. Und weg ist er. Stay down. Und wieder Bein verloren. I'm getting too old for this. Ach, du bist noch nicht so alt dafür. Obi? Ey, boah, gemein. Oh, und wieder hier Snipers. Hat mir noch gerade so gefehlt. Meister Yoda, ist alles wirklich in Ordnung? Der trifft irgendwie nicht die ganze Zeit. Hardly worth my time. They don't stand a chance now. Stopped. The clones must be. Time for this, there is not. Move this alone. I cannot. To the beacon, we must go. I sense something. So, und das ist bestimmt hier. Jawohl, mehr Lebensenergie.
Everything's locked down. I've never seen anything so cruel. Why would the clones do this? Responsible for this, the clones are not. No. An act of hatred, this was. Strong is the dark side now. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Dort waren wir ja am Anfang mit Anakin, wo wir in einem Level in Yinten waren. Ja, der Kreis schließt sich irgendwie. Ich meine, das ist schon cool gemacht. Aber wie das hier alles aussieht, total verwüstet. Urgent, our mission is. Time for some action. Stay strong, boys. So, genau. Jetzt haben wir freie Bahn. I've spotted the Jedi. Ah, ich dachte, ey! Oh, gemein. Der kleine mieser Kerl. They've activated the temple's lockdown protocol. The force is strong here. Okay, und wo? Egal, ich will nicht suchen. Ist mir auch völlig egal, was das ist. Weil das nützt mir jetzt gerade auch nichts. He's coming through. Oh, whoa, whoa, whoa. I'll make you eat that blaster. You're no better than hey, hey! Oh. Ah, hier ist wieder Lebensenergie. Egal. Ey, nicht alle auf einmal! Das Problem hatte ich schon in der letzten Folge gehabt. Nur mit Anakin, oh. Ey, das sind jetzt echt zu viele hier. Oh, ich verstehe schon, was wir machen müssen. Wir müssen hier diese Kanonenboote zerstören. Aber interessant zu sehen, dass auch der Jedi-Tempel solche Geschütze hat. Hätte ich jetzt eigentlich nicht so richtig erwartet, aber naja, vielleicht haben die Klone es selber platziert. Wer weiß. Okay, den ersten hätten wir schon mal. Und da ist der letzte. Ja, ich muss mal so warten, weil sonst überhitzt sich die Kanone. Jawohl. Oh, was seid ihr denn für Klone? Ja, das sind Assassin-Klone. Und ihr habt schon gerade gemerkt, man kann die nicht so einfach treffen, denn die sind richtig guten Ausweichen. Man muss irgendwie den richtigen Zeitpunkt finden. Okay, der erste ist schon mal weg. Relax,
Aber eigentlich ist es schon, sind die auch schon sehr leicht zu treffen. Man muss einfach nur den richtigen Teil. Wow, wow! Okay. Okay. Das Blöde ist, man kann die auch nicht so richtig betäuben. Die sind schon etwas stärker als die anderen Klone. Und ja, Arm ist ab. Okay, es kommen noch mehr. Vier Stück, okay. Ja, seid ihr Matrix-Klone? Haben sehr viel von Neo Anderson gelernt. Your armor won't protect you. Der erste ist schon mal weg. It's no use. You're beaten. Und der zweite. Oh, er hat beinahe geflohen. Okay, und das ist jetzt der letzte? Okay, den anderen hat sich dann schon auch schon geholt. Okay. Aber egal, Level geschafft. Wait, Master. There is something I must know. Into the security recording, Yuko. Only pain will you find. I must know the truth, Master. It can't be. You have done well, my new apprentice. Now, Lord Vader, go and bring peace to the Empire. I can't watch anymore. Destroy the Sith. We must. Ja, ein weiteres Level haben wir wieder geschafft und Obi-Wan hat jetzt herausgefunden, wer für die Sache die ganze Zeit verantwortlich war. Ja, wer hat das wohl gedacht? Ja, und das Level, dieses Level war auch wirklich sehr angenehm, war auch nicht so lang und auch nicht so kurz. Und auch eigentlich zeitlich passt es auch perfekt. So, Moment mal, wir können jetzt so viele Sachen verbessern. So, dann alles speichern bitte. Ja, und hier sind wir jetzt nur im letzten Level angekommen. Level 16, Freundschaft in Flammen. Freundschaft in Flamme. Ja, und das heißt auch wiederum ein Duell zwischen Anakin und Obi-Wan. Besser gesagt andersrum. Oder sollte ich eher sagen, ein Duell zwischen Lord Vader, weil er heißt ja jetzt Lord Vader. Okay Leute, aber wie gesagt, ich würde jetzt auch hier die Folge beenden. Zeitlich passt das jetzt auch das Ganze wieder mal, das ist ja auch sehr toll. Meine Güte Leute, beinahe fast sind wir mit einem Spiel durch. Aber naja, das Spiel ist ja auch jetzt nicht sehr lang, wie man das bei heutzutage Spielen so gewohnt ist, aber egal. Okay Leute, ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und ich sage natürlich danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Star Wars Episode 3, die Rache der Sith und möge die Macht mit euch sein. Tschüss!